Oh. Oh. Beste Kameraperspektive ever. Das war die Tür, durch die ich gekommen bin. Das wollte ich nicht. Ich dachte, das wäre eine andere. Das war sie tatsächlich. Das hier ist aber eine andere dann. Ein Gemälde des Hauses bei Sonnenuntergang. Okay. Tür ist verschlossen. Dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. Ach so, finden wir vielleicht noch einen Dietrich oder sowas. Das wäre natürlich fantastisch. Ach, das ist nur ein Ventilator, ne? Was? Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen. Nein. Auf gar keinen Fall. Wer weiß, was da passiert. Das Wasser funktioniert anscheinend noch. Okay. Die ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Ja, Chris, dann mach dich doch an die Arbeit. Ich glaube, ich muss hier den Stöpsel ziehen, ne? Ja, komm, wir haben vorhin gespeichert. Tschüss. Tschüss, lieber Zombie. Ich hoffe, Zombies können keine Türen öffnen. Es würde mich sehr wundern, aber da war bestimmt noch was drin. Da war bestimmt noch was in der Badewanne, was ich hätte gebrauchen können. Boah, es ist dunkel hier. Wow, das ist mega dunkel. Ich muss das echt. Ah. Danke, dass es gerade heller wurde. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht doch die Pistole nehmen. Ne, wir haben ja noch einen Schuss. Ich kann den Zombie leider nicht töten. Mist, dabei wäre bestimmt noch was Tolles in der Badewanne gewesen. Was ich aber wahrscheinlich eh nicht hätte tragen können. Oh. Das ist doch bestimmt auch ein Rätsel, oder? Oh, ein Farbband. Staffeleien und Bronzestatuen. Hier ist nichts Interessantes. Hier scheint etwas gebrannt zu haben. Ein strenger Geruch hängt in der Luft. Da sind noch Farbbänder. Können wir die mitnehmen? Kann man die direkt dazu packen? Jo, das ist ja schon mal gut. Oh, ja! Wir können sie nur nicht nehmen. Aber es ist eine Schrotflinte. Es ist ein Gewehr. Wie geil. Leute, ich bin mir hundertprozentig sicher. Da ist noch ein Dolch. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich eine Truhe übersehen habe. Weil das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen, dass man Gewehr findet und halt so viel Kram und eine Truhe übersehen hat. Das kann doch nicht sein. Ich überlege jetzt gerade, ob ich es wage, in den Raum mit der Badewanne nochmal zu gehen. Hier ist eine große Doppeltür. Moment, wo kommen wir dann hin? In einen Bereich, den wir noch gar nicht kennen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich laufe echt gerade wahllos rum und erkunde erstmal alles, weil ich so gar keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schaue mal eben kurz hier rein, aber dann gehe ich echt zurück und erledige den Zombie mit dem Dolch. Ich mir vorstellen kann. Uah! Da unten ist Kraut und noch eine Tür. Oh, viele schöne Bilder. Kommt der Zombie hier hoch? Der kommt auch noch. Ich will den Dolch. Ja, ich will den. Nope. Nein. Nee, nee, nee. Ich verlauf mich jetzt hier, Leute. Ich muss das hier Tür für Tür machen. Geht weg. Geht weg! Ich stech dir in die Beine! Geh weg! Geh weg! Sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Nein! Stech ihn ab! Stech ihn ab! Chris, stech ihn ab! Stech ihn ab, Chris! Nein! Du stirbst. Oh, da unten ist Kraut. Ich will es haben. Da unten ist Kraut. Ja, wir nehmen es mit. Oh, mehr Objekte können sie nicht tragen. Mann!
Die ist wahrscheinlich jetzt zu und ich bin umsonst hier runtergegangen. Nee. Ich dachte jetzt schon. Aber ich will echt die Türen hier, so gut es geht, in der Reihenfolge. Oh. In der Reihenfolge abklappern, weil sonst. Oh, das ist doch so eine Truhe. Ja. Ja, wie gut ist das? So, Moment, jetzt muss ich erstmal schauen. Wie lege ich das ab? So lege ich das ab. Schwertschlüssel, den werde ich ja noch brauchen. Gewehrmunition erstmal nicht. Okay, was liegt hier? Hier liegt so viel rum. So, Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern: Einäscherung und Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Ah, so war das. Okay. Jo, ich sammle hier jetzt gerade erstmal alles ein, was so da ist. Zuoberst liegt eine Laterne. Durch das warme Licht entspannen Sie sich. Ach, das ist ja schön. Werde ich hier geheilt? Nee, ich entspanne mich nur, na toll. Alte Kisten und Leitern stehen herum. Und ein Treibstoffkanister, ja, den nehmen wir mit. Ach, und dann kann ich den hier auffüllen. Es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen, ja. Sehr schön. Gut. So, da muss ich jetzt gerade mal eben überlegen, was hier am schlauesten ist. Kombinieren. Na toll, einen Schuss jetzt, ne? Aber gut, den werden wir gleich eh verballern. Zweimal Kerosin passt da nur rein? Das ist natürlich doof. Ich überlege jetzt gerade, ob ich direkt das Erste-Hilfe-Spray nehme, was in der Truhe liegt. Oh, Zombie, ja. Oh. Sag mal. Jetzt muss ich. Wie doof ist das denn? Oh Leute, das wird mir noch so Probleme bereiten, dieses Inventar hier, ne? Bin ich fest von überzeugt. Und die Farbbänder eventuell auch. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht speichern. Dann lege ich doch nochmal was ab. Ich kann das ja mal eben. Das kann ich mal eben hier ablegen. Beim Schwertschlüssel bin ich mir halt nicht sicher. Erste-Hilfe-Spray. Ich nehme jetzt das mal, weil ich bin ja echt schon angeschlagen. Kritisch. Oh ja, kritisch. Dann nehmen wir das auf jeden Fall. So, jetzt sind wir wieder gesund. Das ist schön. Dann werde ich speichern. Was? Alter Schlüssel. Ja? Eine alte Schreibmaschine. Ja, ich möchte gerne speichern. Und dann muss ich mir aber gleich trotzdem nochmal den Schlüssel eben anschauen. Was war das für ein alter Schlüssel? Ein alter Schlüssel zum Haus. Sieht aus, als könnten Sie damit die meisten einfachen Türschlösser öffnen. Ach so. Okay. Okay. Also das Farbband kann ich auf jeden Fall wegpacken. So viel ist klar. Und bei allem anderen bin ich mir nicht sicher. Nee, das muss ich ja fast schon mitnehmen. Jetzt kann ich noch mal eben versuchen rauszugehen, das Kraut zu lagern, obwohl es bleibt ja auch hier stehen, ne? Aber die Truhen findet man ja dann auch an anderen Plätzen. Ich nehme es mal mit. Ja, ist jetzt ein bisschen hin und her hier, aber ich hätte echt gern das Kraut. Falls ich dann gleich doch noch zu einer anderen Truhe komme, dann habe ich es direkt da drin. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Jetzt habe ich das Kampfmesser abgelegt. Das wollte ich gar nicht so. Ja gut, ich denke, das müsste jetzt hier passen. Will ich zumindest hoffen.
So, ich hoffe, ich komme jetzt auch einigermaßen gut am Zombie hier vorbei, beziehungsweise an den. An den beiden, die hier sind. Ich weiß es gar nicht. Ja, dann gehe ich erstmal da lang. Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol. Alles klar. Und ich darf das Gewehr nicht vergessen, ne? Hätte ich jetzt eigentlich auch machen können, eben zurück mir das Gewehr holen, in der Truhe lag. Was? Was? Ihr meint's aber gut, ne? Kann das sein? Was ist das hier? Ein leerer Kamin. Wie leerer Kamin? Kann ich da jetzt was anzünden? Verwenden. Das ist eine Karte da oben. Die eingeritzten Striche im Relief glühen in der Hitze rot. Ja. Ich dachte, das wäre eine Karte. Es ist aber doch die Karte des Hauses. Ein Bild eines halb gebauten Hauses. Es sieht sehr wie dieses hier aus. Okay. Kann ich da echt nichts mitmachen? Ja, okay, gut. Dann lasse ich's. Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Alles klar. Ich überlege gerade. Nee, ich habe nur noch einen Platz frei. Ich lasse es mal. Ich weiß ja, wo sie stehen und ich werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen hier in der Gegend bleiben. Sonst hätte ich gesagt, packe ich jetzt immer die ganzen Kräuter direkt in die Truhen, laufe dann so ein bisschen hin und her. Aber ich glaube, das ist dann auch nicht so das Wahre. Ja, Hallöchen. Nein, 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 nein. Die Tür hat keinen Griff. Sie können nicht durchgehen. Nein! Nein! Blödsack. Puh, was war das denn? Da hing es gerade kurz. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Okay, sehr schön. Ich bin gespannt, wo wir dann jetzt sind. Holzpasspartout. Okay, wir schauen direkt mal rein. Ich könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall was drin ist. Keine besonderen Merkmale? Kann man das nicht. Echt nicht? Kann ich das nicht öffnen irgendwie? Wirklich nicht? Das kann ich mir jetzt. Das kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Ah, geht doch. Ein Stück Papier klebt an der Innenseite. Es ist unbeschrieben. Okay. Okay. Und schon habe ich wieder keinen Platz im Inventar. Da klopft was an die. Oh! Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Alles klar. Da klopft was an die Tür und möchte mich begrüßen. Rüst mal die Pistole aus. Vorsichtshalber. Hier gibt es nur einen Haufen Krimskrams. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Okay. Schwertschlüssel. Ah, sehr gut. Gut, dass ich den noch nicht abgelegt habe. Aha. Aha. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Eigentlich schon ausprobiert? Ne, die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Okay, ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Die Farbe ist trocken und rissig. Kann ich da raus? Sie können vor Dunkelheit und Nebel nichts erkennen. Schade. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Okay. Abgebildeten Leute scheinen lebendig. Ja, das ist schön. So, jetzt muss ich aber doch noch mal eben kurz auf die Karte schauen. Wir haben, huch, da hinten etwas noch nicht. Und da auch noch nicht. Zwei verschlossene Türen. Echt? Dann gehe ich doch hier nochmal eben hin. Ich habe ja jetzt auch den alten Schlüssel. Wer weiß, was ich damit noch machen kann. Welche Türen ich damit noch öffnen kann. Ich hoffe, der Zombie ist auf der anderen Seite. Ah, jawohl. Alles so enge Gänge, ne? Möglicherweise können Sie mit einem alten Schlüssel. Ach so.
Ach, ich kann. Oh. Von wo kommt der von hier, ne? Ich kann also öfter mal so einen alten Schlüssel finden. Sehe ich das richtig? Wenn ich den jetzt verwende, ist er weg. Okay, das ist ja cool. Okay, mal eben schauen, was mir das bringt. Ah, da komme ich hier draußen hin, wo ganz viele Kräuter sind. Sie reichen nur für wenige Anwendungen. Nein. So. Hier kann ich dann mal hinkommen und mich heilen. Das ist natürlich gut zu wissen. Okay, dann sind die alten Schlüssel wohl so ein kleines Extra oder so. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier nicht direkt in den Zombie rein. Ah, der ist doch hier vorne, ne? Ich würde das gerne mal, wenn es nur einer ist, mit diesem Kerosin ausprobieren. Ja, so viel zum Thema, wenn es nur einer ist. Habe ich ihm den Kopf weggeschossen? Ich konnte es leider nicht sehen. Anscheinend ja. Es sieht nicht so aus, als würde er wieder aufstehen. Shit. Oh. Doch, er steht wieder auf. Mann. Tür ist verschlossen. Helmsymbol. Alles klar. Und die hier? Sie haben die Tür aufgeschlossen. Okay, wir gehen durch. Mist, ich dachte jetzt, ich habe dem ersten richtig schönen Headshot gegeben. Dann hätte ich es ja doch ausprobieren können. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Bringt mir jetzt aber doch, da hinten ist noch eine Tür. Aber was brauchte ich da für einen Schlüssel? Ah, hier war noch Muni, ne? Die kann ich aber vermutlich nicht mitnehmen. Ah, doch. Ja, nehmen wir mal mit. Haben wir zwar wieder keinen Platz mehr, aber passt schon. Ach so, das war die, die von der anderen Seite verschlossen war. Okay, da komme ich dahin. Ja, ich sag ja, ich werde mich hier so tierisch verlaufen. Es fängt ja jetzt schon an, dass ich hier echt so ein bisschen die Übersicht verliere. Blöder Zombie. Ich weiß jetzt echt nicht so wirklich, was zu tun ist. Also klar, ich könnte das Gewehr holen. Das wäre eine Idee. Das wäre tatsächlich eine Idee. Ganz zurück, das Gewehr holen, wofür auch immer. Ich brauche aber trotzdem was für die Masken. Wenig irritierend. Na, komm mal her, mein Freund. Vielleicht kann ich es jetzt testen. Alles klar. So, wie funktioniert das? Kann ich das verwenden? Okay, jetzt hat er. Ah, okay, Moment. Ah, du Sack! Nein! Hat er jetzt das Kerosin? Nein, verwenden. Ah, Errungenschaft. Sehr schön. Yay. Okay. So, der steht also nicht mehr auf. Und die Tür war mit einem Rüstungssymbol. Okay. Und hier hat es so blöde geklopft, ne? Hier kam der doch raus. Ach so. Mensch. Mensch. Jetzt sind wir wieder hier. Wie viel Platz habe ich? Keinen. Was ist mit dem Passepartout da unten? Oh, er steht da noch. Hallo, mein Freund. Sag mal. Ey, was? Ich töte dich jetzt, du. Sag mal, wie viel überlebt der? Schaut mal, wie oft ich jetzt. Nein, Chris, bitte. Das hört sich tot an. So, dann kannst du direkt mal das hier verwenden. Oh Mann. Der steht jetzt hoffentlich auch nicht mehr auf. Na komm, geh rein. Aber was hat es mit dem Passepartout
Tattoo auf sich. Erstmal füllen wir hier unseren kleinen Kanister wieder auf. Ah, die Hälfte des Kerosins. Okay. Der wird also irgendwann geleert. Das ist natürlich gemein. So, jetzt muss ich echt nochmal schauen, prüfen. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ich habe ein bisschen rangezoomt und dann wurde es geöffnet. Ein Stück Papier klebt an der Innenseite. Es ist unbeschrieben. Ja, gut. Ich weiß nicht wirklich, was ich damit soll. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es in die Truhe legen, glaube ich. Ich kann ja auch mit dem blauen Edelstein nichts machen. Das ergibt alles wenig Sinn. Pistolenmagazin. Kann ich jetzt so eigentlich die Pistole irgendwie nachladen? Ah, jawohl. Sehr schön. Das ist gut. Okay, 15 habe ich noch. Ich würde sagen, die 13 reichen erstmal. Grünes Kraut. Kann ich die Farbbänder nicht zusammenpacken? Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe genug. Deshalb werde ich jetzt speichern. Und diese Aufnahme mal beenden, die erste Aufnahme immer noch. Das Spiel macht auf jeden Fall super viel Spaß und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin, tschüss!